Hallo meine Lieben und damit ein herzliches Willkommen zurück zum Saboteur. Bringt Chills zur Rennstrecke. Da werden wir das mal machen. Weiter geht's. Na gut, ein Auto steigen, ne? Irgendwie. Welches nehmen wir da? Ist ja eigentlich schon egal, oder? Spring rein, Jill. Genau, spring rein. So. Komm, macht Schuhe. Diese Rennke, ne? Hier. Maschinenhaus. Ach, das ist wohl die Rennstrecke oder was? Das Maschinenhaus. Na, okay. Das ist dein Tag, Sean. Du weißt, was ich dich lehrte. Nur der Sieg zählt. Pass auf dich auf da draußen. Diese Sträuche kennen keine Erbarmen. Alle Fahrer auf die Startposition. Wir sehen uns auf der Siegesfeier. Na klar. Wir brauchen wohl keinen Helm, oder was? Na gut, der Kurt hat auch keinen, ne? Oh. Der will's wissen. Machen Sie sich bereit. Okay, machen wir uns bereit. Sie sind unterwegs. Der große Preis von Saarbrücken 1940 hat begonnen. Devlin im Morini Aurora ergreift die Initiative. Genau. Devlin macht weiter Boden gut. Er bringt den Aurora an seine Grenzen. Devlin setzt alles auf eine Karte. Aber mit jugendlichem Enthusiasmus allein wird der Kurt Dürker nicht Latte, komm. Der Besitzer der schwarzen Doppelsiegel-Limousine mit dem amtlichen Kennzeichen 1-4 Reich möchte sich bitte auf dem Parkplatz melden. Ihr Licht brennt. 1-4 Reich? Oh, hau ab, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Ist jetzt nur noch 5 Wagen hinter den Führenden. Wie es aussieht, hat Kurt Dürker einen neuen Herausforderer. Ja, noch sind wir nicht dran, gell? Aber die Kiste fährt gut. Der Aurora ist jetzt auf Platz 2. Ich traue meinen Augen nicht. Dieser ungebildete irische Schlösel ist auf dem besten Wege, die Ehre des deutschen Volkes zu besudeln. Na, so schlimm wird's nicht werden, oder?
Wo ist der denn? Da ist doch schon wieder Kilometer weit vorne, ja? Angehalten, am Parteistand ihre Parteibinden abzuholen. Das Tragen der Parteibinden ist verpflichtend. die habe ich gerade nicht mit. Meine Parteibinde. Oh, hier vorne ist er doch. Guten Morgen, Arschgesicht. Komm. Los geht's. Wo ist jetzt? Diese kleine Drecksau. Der erste Platz geht an Kurt Dürker aus Deutschland im Silberpfeil für das Team Doppelsieg. Dieser kleine Piss. Nein schon, ich verbiete es. Hast du nicht gesehen, was der Mistkerl getan hat? Ich hätte gewonnen, Vittore. Mach keinen Ärger, den kriegen wir noch früh genug. Zeit nach Hause zu fahren. Ich sehe nach dem Aurora. Warte in der Box. Was ist das? Dort wird der Silberpfeil morgen nach der Zeremonie ausgestellt. Welche Zeremonie? Anlässlich von Dürkers Sieg, dem jüngsten Triumph der Deutschen. Ach, Mist. Es wäre doch zu schade, wenn Dirkers Wagen vor der großen Show etwas zustößt. Du meinst irgendein dummer Unfall? Das wäre ja schrecklich. Ja, tragisch. Wer hat Lust auf eine kleine Spritztour? Ich bin dabei. Wo wollt ihr beiden denn hin? Vittore hat gesagt, ihr sollt ihr warten. Wir sind gleich wieder da. Jules, mach keine Dummheiten. Wenn du dich unbedingt umbringen willst, dann nur zu. Aber lass meine Familie da raus. Jules passt auf sich selbst auf. Wenn ich was sagen dürfte. Löschen gehört sich nicht. Haben sie dir das in der Baumschule nicht beigebracht? Eigentlich eher das Gegenteil. Vermutlich hast du in der Stunde gerade irgendeinen Lehrer gevögelt. Bitte, es reicht, wenn du als Jungfrau stirbst. Oh Mann. Gehen wir, Jules. Geht das Gezickel los, ja. Du machst einen Fehler, Sean. Seit wann machst du einen auf vernünftig? Dirke ist nicht der, für den ihr ihn haltet. Wie? Er ist kein mutterloses, grenzdebiles Arschloch? Er ist gefährlich, Sean. Lass es gut sein. Danke für den Tipp. Wir sehen uns später, Mädels. Da kommt unser Junge. Finden wir raus, was er vorhat. Ja, los. Fahr nicht zu nah ran, wir wollen ihn nicht erschrecken. Lass dich zurückfallen, aber verliere ihn nicht aus den Augen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden verfolge, weißt du? Lass ihm nicht zu viel Vorsprung! Hä? Wo ist er denn hin? Oh, Scheiße, warte mal. Komm, wiederholen. Wo ist der denn hin?
Da kommt unser Junge, finden wir raus, was er vorhat. Na okay, probieren wir es nochmal. Los, Aufi. Fahr nicht zu nah ran, wir wollen ihn nicht erschrecken. Lass dich zurückfallen, aber verliere ihn nicht aus den Augen. Na klar. Das ist nicht das erste Mal, dass ich jemanden verfolge, weißt du? Komm aus dem Weg. Schneller! Ja, ich bin doch schon dran. Geht ein bisschen haarig zur Sache halt, ne? Eine schöne Altstadt. Nichts für ungut, okay? Er will die Stadt Offenbach verlassen. Es gibt nur einen Ort, wohin er fahren könnte. Die Doppelsieg-Motorwerke. Da wird's von Krauts nur so wimmeln. Das macht unseren Plan nicht einfacher. Ich hörte Gerüchte über den Laden. Angeblich bauen die da draußen nicht nur Autos. Der Chef von Doppelsieg hat mächtige Freunde in Berlin. Ja, Karl Eckert. Hab ihn und seine Leibwächterin beim Rennen gesehen. Franziska. Ein eiskaltes Luder. Da vorne sind die Motorwerke. Stellen wir den Wagen ab und sehen wir uns um. Okay. Da drüben links ran. Er darf uns nicht sehen. Das ist doch mal eine Tür, hä? Ein wenig Training gefällig? Ich bin nicht wegen der Aussicht hier. Ziemlich unhöflich von uns, ohne Einladung reinzuplatzen. Ich bin Franzose, ich bin eben unhöflich. Los, wir müssen über die Mauer da. Hier können wir rüberklettern, denke ich. Mhm. Na, wenn das mal nicht an der Latte geht. Das ist ja... Oh, scheiße! Alles okay? Ja, komm hier rüber. Klettere über die Mauer. Ach so, ja, warte mal, das war doch... Schwupps. Wo hast du so klettern gelernt? Beim heimlichen Verlassen von Schlafzimmern durchs Fenster. Ein Date mit meiner Schwester kannst du vergessen. Hübsches Plätzchen. Von hier oben haben sie einen tollen Ausblick auf den See. Da ist es. Was meinst du? Machen wir eine kleine Probefahrt? Na klar, ja, über komm. Die Klippe da. Alter vor Schönheit. Ich sehe lieber zu. Still jetzt. Wenn der Alarm losgeht, sind wir erledigt. Hey. Und jetzt? Okay, da möchten wir aber vorher... Steig aus, los! Schönes Ding. Das Einpacken muss ich wohl erst noch lernen. Sollen wir eine Nachricht hinterlassen? Liebes Arschloch, sorry wegen des Ärgers. Steck dir die Rechnung in den Arsch. Für das dumme Gesicht dieses Idioten würde ich meinen rechten Arm geben. Das lässt sich einrichten, Herr Devlin. Scheiße. Zack, Gestapo. Nicht gut. Jill, halt durch, Jill. Bleib bei mir. Halt! Hören Sie auf! Um Himmels Willen, hören Sie auf, ihn zu quälen! Sean! Ich bin hier, Jill. Ich sehe nichts. Jill. Ihr Freund kann Sie gerade nicht hören. Ich fürchte, die Schmerzen waren zu viel für ihn. Franziska sagte mir, Sie würden gern mein Gesicht sehen.
Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht. Was zum Henker geht hier vor? Dachten Sie wirklich, ich vergeude meine ganze Zeit am Steuer eines Rennwagens? Ich habe weit praktischere Talente, mit denen ich meinem Land dienen kann. Und meine Dienste sind dieser Tage sehr gefragt. Warum tun Sie das? Ich bin Patriot. Sie sind ein Tier. Im tiefsten Innern sind wir alle Tiere. Das hat mich mein Pate gelehrt. Er war Fleischer, wussten Sie das? Er hat mir gezeigt, dass Fleisch keine Geheimnisse birgt. Sobald man die Haut entfernt hat. Ich hatte ein langes Gespräch mit Ihrem Freund. Er hat gesungen wie ein Vogel. Aber er konnte mir nicht sagen, was ich wissen wollte. Und das wäre? Bishop ist nicht halb so clever, wie er glaubt. Er denkt, wir durchschauen seine kindischen Intrigen nicht. Na, die Briten waren schon immer arrogant. Wer zum Teufel ist Bishop? Vielleicht sollten Sie mit ihm reden. Beleidigen Sie nicht meine Intelligenz. Wir wissen, dass Sie ein britischer Agent sind. Und wir wissen auch, dass Sie diese Anlage überwachen sollen. Was? Sie denken, ich arbeite für die Briten? Haben Sie den Verstand verloren? Schluss jetzt. Sie werden mir jetzt alles über Ihre Mission erzählen. Wort für Wort. So oder so. Ziehen Sie den Kopf aus dem Sand. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Sie haben die Wahl. Entweder erzählen Sie mir alles, was ich wissen will. Freiwillig und ohne etwas zu verheimlichen. Danach können Sie und Ihr Freund nach Frankreich zurück und sich dort ein schönes Leben machen. John. Wenn Sie sich weigern... Bist du da? Ich bin bei dir, Jill. ...wird keiner von Ihnen diesen Raum verlassen. Entscheiden Sie sich. Jetzt. Lecken Sie mich! Gefangenen. Wir machen weiter, wenn ich wiederkomme. Knick. Mich erwischen sollen. Und bevor das hier vorbei ist, werden sie sich genau das wünschen. Fliehe aus der Fabrik. Ah, du, mein Freund. Scheiße gelaufen. Ja. Uniform anziehen kann man da jetzt so nicht, ne? Muss man das? So, wir machen mal ein bisschen sneaky. Ah, was haben wir denn hier? Die dann noch... Die elenden Bastarde, ne?
Hier haben wir doch ihn, komm. Pistole aufheben. Ja, ah, genau. Okay. Oh, was geht denn hier los? Geht der Krieg los? Na dann. Den konnte ich jetzt nicht irgendwie in den Hals umdrehen. Okay. Hier unten irgendwas? Nee, wir müssen bestimmt. Okay. Los geht's. Oh, weiter. Ne, hier können wir nicht. Hier rüber. Okay, und nu? Ah, so, alles klar. Ja, aber kann ich jetzt hier die... Kann ich jetzt hier meine Waffe zücken? Ah, da krieg ich den nicht. Okay. Jetzt hier nur noch. Wurden Sie schon informiert, Herr Eckert? Die Mobilmachung ist fast abgeschlossen. Wir marschieren in Kürze nach Paris. Ja, diese Narren werden erst merken, was los ist, wenn es zu spät ist. Okay, halt, nee, komm nach unten. So, was kann man hier irgendwas machen? Nee. Okay, weiter nach unten. Ich brauche eine Zigarette. Ja, ich auch. Meine sind alle. Dann besorg welche. Na los. Oder willst du für den Rest der Woche die Latrinen putzen? Manchmal bist du ein echtes Arschloch, Bauer. Mir kommen die Tränen. Beeil dich gefälligst. Okay. Boah, das gibt's doch nicht. Du kannst ja nicht von hinten den Hals umdrehen, ging nicht. So, wo haben wir denn hier den...
Okay. MP40. Gut, gibt's hier hinten noch was? Da machen die Jäger oben drüber. Ah, okay. Wir haben doch hier unten. Ach nee, ist ein Revolver, okay. Mich steht immer interessieren, ob man da ob es da Munition automatisch aufhebt. Schönes Ding. So, um die Ecke lunsen. Das ist, als würde man wehrlose Frauen und Kinder töten, was? Kimmo und Korn, halte Maus um den Mund. Brauchen wir jetzt nicht zwingend. Okay. Ist echt geiles Spiel. Handgranate. Drücke Q. Ach du Scheiße. Da muss ich echt ein bisschen an der Tastaturbelegung arbeiten. Aber vielleicht kriegt man es auch so hin. Ich probier mal. Na, ah, hier oben. Hier oben ist noch einer. Die Ratte hat sich da festgebissen. Okay, jetzt scheint man es zu haben. Noch jemand? Ja. Kriegt man nicht klar. Okay, ja. Tja. Na, das war's, ne? Ach nee. Wo müssen wir raus? Hier.
Ja, warte, wir haben es gleich geschafft. Ach du Scheiße. Mit draußen rennst du rum. Okay, wenn wir uns mit denen hier drüben noch ein bisschen anlegen wollen. Kriegt man die klar? Na los. Ja, das sieht doch gut aus. Noch jemand? Na, kriegt man das Licht hier oben aus? Nee, ne? Hier ist doch noch einer. Jetzt. Na los, komm schon. Wir machen jetzt los. So, hier haben wir ja schon alle. Da war der. Schnell fort. Ich glaube, da haben wir uns keine Freunde gemacht jetzt hier. Scheiße, was ist denn hier los? Ui, was war das? Scheiße, Panzer. Ah, ich glaube, der Krieg ist losgegangen. Abhauen. Wahnsinn. Die Soldaten können nicht alle hinter mir her sein. Nee. Irgendwas läuft hier. Was los ist. Schön. Los. Fliehe zum Morinihof. Eine Invasionsarmee. Gott stehe uns bei. Diese Spinner haben einen Krieg angezettelt. Ist gleich richtig eine beklemmende Atmosphäre hier. Cool bleiben. Boah, ich bin sowas von angespannt. Hab ich dich, Italiener! Wer hat gesagt, du sollst aufstehen?
Weil wir können mich jetzt nicht raus oder was hier. Los, Knarre. Scheiße, MG. Jetzt haben wir eine. Na komm. Kommt denn das jetzt her hier? Schon. Ja? Veronik. Wo ist sie? Durch die Tür da. Schnell. Okay. Boah. So, wie weiter? Hier hinten rum. Okay. So, wo ist es denn, der Veronik? Wiedersehen, Fräulein. Das sind doch ein paar Drecksäcke, hä? Gott sei Dank bist du unverletzt, Junge. Danke schon. Die hätten mich lebendig verbrannt. Das war die Geheimpolizei. Was will die denn hier? Dirk hat sie geschickt. Dirk? Oh mon Dieu! Wo ist mein Bruder? Wo ist Jules? No! Fass mich nicht an! Das ist deine Schuld! Du hast ihn dort hingebracht! Jules? Wir müssen hier weg. Sie werden nach diesen Kerlen suchen. Wo sollen wir hin? Nach Westen. Das ist die einzige Chance. Okay, auf nach Paris. Wir bringen dich nach Hause. Dann los. Veronique! Oh, mein Kind! Merci, Dieu! Wir haben es im Radio gehört. Die Kämpfe an der Grenze. Wir hatten solche Angst. Wie ich sehe, hast du Gäste mitgebracht. Das sind Jules' Freunde, Sean und Vittore. Sie müssen eine Weile untertauchen, wo sie niemand findet. Oui. Aber wo ist Jules? Ist er nicht mitgekommen? Maman? Etwas Schreckliches ist passiert. Madame Rousseau. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ihr Sohn war wie ein Bruder für mich. Nein! Nein! Oh! Sagen Sie mir, mein Sohn, musste er, ging schnell? Ja, schnell und schmerzlos. Der Kerl, der ihn getötet hat, wird nicht so viel Glück haben. Das ist von der Farm.
Sie sollten es bekommen. Rede oben mit Luke. Ich denke, das machen wir das nächste Mal, weil wir machen jetzt erstmal einen Cut. Wir kennen jetzt die Vorgeschichte, wie wir überhaupt nach Paris gekommen sind. Ist ziemlich beklemmt, muss ich sagen. Ja, hat mir aber nichtsdestotrotz viel Spaß gemacht. Und wenn es euch auch Spaß gemacht hat, schaltet gern das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Der Saboteur. Ich würde mich freuen. Also bis dahin. Ciao, ciao.